So, dann läuft jetzt auch die Aufzeichnung. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Also letztes Mal habe ich ja eigentlich nur über Ghost LT gesprochen und viele von euch haben sich aber schon mal die Ghost Pro-Version angeschaut. Und natürlich, weil ich noch nicht so viel darüber gesagt habe und so die Funktionen erklärt habe, sind natürlich ganz viele Fragen offen. Von daher haben wir gedacht, wir schieben mal direkt ein Live-Webinar hinterher, wo wir ein bisschen auf die Ghost-Version eingehen werden und wo wir die Funktionen der Ghost Pro-Version erklären werden. Wie schon angekündigt, bin ich nicht alleine heute, sondern ich habe mir kompetente und fachkundige Unterstützung besorgt, und zwar mit Hilfe von Frank Eschmann. Frank, stell dich mal kurz vor. Vielleicht alle Leute kenne ich ja nicht vielleicht, von daher sagst du mal kurz ein paar Worte zu dir, Ja. wer bist du, wo sind deine Schwerpunkte? Ja, hallihallo, liebe Ghost Community. Wie der Timo schon gesagt hat, mein Name ist Frank Eschmann. Ich bin seit 2008 an den Märkten aktiv. Seit 2012 bin ich Stereo-Trader sozusagen, bin dann eben auf die Plattform aufmerksam geworden und auf den Dirk und war natürlich dann ziemlich begeistert von den Funktionen, die der Stereo Trader im Vergleich zu anderen Plattformen zu bieten hat und habe das Ding erst ganz normal benutzt, also quasi diskretionär, wie jede andere Handelsplattform auch und habe dann aber irgendwann schnell auch die strategischen Orders entdeckt und habe mich dann im Laufe der Zeit eben darauf spezialisiert und habe hier eben meine Leidenschaft gefunden, hier quasi Strategien damit zu bauen und nutzt die eben auch mittlerweile im diskretionären Einsatz nur noch. Und ja, arbeite hier eben sehr viel mit den strategischen Orders. Und ja, so ist irgendwie auch die Zusammenarbeit mit dem Timo gekommen. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir hier irgendwie zusammengekommen sind. Ich war ja dann mit dem Dirk auf der WOT und wir haben dann eben auch ein bisschen was gezeigt, ein bisschen was vorgestellt zu den strategischen Orders. Und ja, ich hatte dann eben noch weitere Ideen. Und der Timo ist ja da auch aktiv im Programmieren. Und ja, so sind wir dann irgendwie zusammengekommen. Und Ghost ist quasi auch so eine kleine Kooperation, so eine Zusammenarbeit. Also meine Ideen, Timos Ideen. Und so ist das Ganze jetzt quasi hier rausgekommen. Und ja, so viel erstmal von mir zu der Sache. Genau, also viel steckt von Franks Ideen auch mit dem Ghost drin und Ghost oder Frank ist quasi auch ein Ghost-Nutzer der ersten Stunde sozusagen. Der hat das Programm ja wirklich schon von Anfang an mit begleitet, mitgehabt, mitgetestet und immer wieder Ideen und Input gegeben. Und genau, von daher ist das, wie Frank schon gesagt hat, so eine Kooperation. Gut. Bevor wir jetzt hier loslegen, erstmal wieder der obligatorische Risikohinweis. Also die Trades, die ich gleich machen werde, sind auf jeden Fall keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung, sondern sollen nur dazu dienen, die Funktionsweise des Programms zu erklären und ihr müsst selbst eure eigenen Handelsentscheidungen treffen. Gut, ich denke, das kennt jeder. Dann würde ich sagen, legen wir auch direkt mal los. Und zwar fangen wir als erstes mal an. Ich erkläre erstmal, was es hier mit diesen Indikationen auf sich hat, in diesem Feld Indikation. Und zwar als erstes haben wir die Schaltfläche Band. So, wenn wir das einschalten, dann kriegen wir so zwei Linien angezeigt, die wir auch noch füllen können. Und somit haben wir ein Band, was uns erstmal anzeigt, okay, in was für einem Markt sind wir überhaupt gerade unterwegs, was für ein Markt ist da gerade aktiv. Rot heißt abwärts gerichtet, grün heißt, wir sind in einem aufsteigenden oder einem steigenden Markt. Blau heißt entweder Trendwechsel oder Seitwärtsphase, Rangephase. Das sind so die drei Farbgebungen, die dieses Band anzeigt und man eine erste ja, Tendenz oder Richtung bekommt, okay, in welche Richtung sollte ich mich eigentlich positionieren oder welche Richtung macht mehr Sinn?
neben diesem Feld Band und Fill habe ich noch das Feld Auto. Wenn das Feld auf Auto steht, oder den Eintrag Auto, wenn das auf Auto steht, dann heißt das, es wird die Zeiteinheit genommen, auf der ich mich gerade befinde. Ich bin hier im M15 unterwegs, also wird mir das Band vom M15 angezeigt. Ich kann das aber auch auf jede andere Zeiteinheit mappen, indem ich hier einfach eine andere Zeiteinheit eintrage. Das heißt, beispielsweise kann ich sagen, ich möchte mir jetzt gleichzeitig oder ich möchte im Hintergrund den H1 haben, dann wird das Band, Trendband vom H1 angezeigt. Und direkt der erste Tipp, es macht auf jeden Fall Sinn, dass man immer zwei Zeiteinheiten gegeneinander handelt, und zwar die kleinere gegen die größere. Das heißt, wenn ich mich im M15 bewege, dann entweder M30 oder H1, oder wenn ich im M5 bin, beispielsweise den M15. Oder gleichzeitig auch, wenn ich sage, okay, ich bin eher so der Typ, der jetzt in den kleineren Timeframes unterwegs sind, dann wird der H1 auf jeden Fall zu groß sein und da würde ich mir eher den M15 anzeigen lassen und dann halt gucken, okay, ne, wie ist der Markt, wie läuft der im M15 und welche Einstiege kann ich da im M1 quasi finden. So, als nächstes haben wir den Button Bars. Ich gehe mal wieder auf den M15 zurück. Was zeigt mir das der Button Bars an? Der Button Bars ist eine etwas andere Darstellung der Kerzen. Das ist ein Mix aus verschiedenen Punkten. Heiken Aschi ist drin, das wurde letztes Mal auch schon gefragt oder gesagt. Aber noch ein paar andere Punkte und es glättet einfach die Kerzendarstellung ein bisschen, sodass man schneller sehen kann, okay, haben wir jetzt einen Aufwärtstrend, haben wir jetzt irgendwie eine Korrektur, haben wir eine klare Bewegung. Also ich kann zumindest, oder ich glaube auch, ne, die meisten können hier sofort sehen, okay, ne, welche Bewegung macht der Markt eigentlich, weil man nicht so ein Gewirrwarr hat, wie jetzt hier rot, grün, rot, grün, rot, grün und man kann schnell den Überblick verlieren und mit dieser etwas geglätteten Kerzendarstellung kann man, so wie ich finde, einfacher sehen, okay, wir haben jetzt hier eine Bewegung, und ich kann ja auch mal wieder zeichnen, das geht ja hier ganz, ganz gut mit dem Programm. Ich habe hier eine Bewegung, aufwärts, dann habe ich eine Korrektur, wieder Trendbewegung, Korrektur, Trendbewegung, Korrektur, Trendbewegung. Und das lässt sich mit dieser geglätteten Kerzendarstellung zum einen einfacher erkennen, zum anderen lassen sich dadurch auch bessere Einstiege finden und herausarbeiten. Wie jetzt die Einstiege genau funktionieren, worauf genau man achten muss, da kommen auf jeden Fall jetzt in naher Zukunft ganz, ganz viele Videos noch von mir. Es wird ein richtiges Tutorial-Paket geben, wo ich die Sachen nochmal im Detail erkläre. Jetzt heute hier ist nur mal ein Überblick auch und es sollen die ersten wichtigen Fragen beantwortet werden. Aber um wirklich alles im Detail zu erklären, braucht man halt Zeit und es wird auch mehrere Webinare einfach dazu geben, weil es einfach auch ein Tutorial-Paket sein muss, damit man wirklich alles im Detail versteht und das auch dann entsprechend so nachhandeln kann. So, was haben wir noch? Wir haben weiter das Trendbarometer. Das Trendbarometer zeigt mir auch an, in welchem Trend ich mich gerade befinde und welche Richtung Sinn macht zu handeln. Das Trendbarometer besteht aus sehr vielen verschiedenen Faktoren. In der Regel, oder das meiste davon sind markttechnische Faktoren, es kommen aber noch ein paar andere Faktoren hinzu, die letztendlich dieses Trendbarometer ausmachen. Und von daher ist dieses Trendbarometer auch nicht nur Long und Short, sondern es gibt eine mehrstufige Long und Short ein Einblick. Ich gehe mal wieder mein Zeichenwerkzeug. Also wie man jetzt hier sehen kann, okay, wir sind klar positioniert. Das heißt, wir sind klar im Long-Trend. Sowohl sieht man hier, dass unser Band grün ist, als auch, dass unser Barometer
Long anzeigt. Das heißt, wir sind ganz klar in einer Aufwärtsbewegung. Man wird sehen, dass wenn der Kurs jetzt weiter fällt, sind wir hier in dem Band immer noch im Aufwärtstrend, nur das Barometer wird Stück für Stück abnehmen, bis es vielleicht irgendwann neutral ist. Und so hat man noch ein besseres Gefühl, ein feineres Gefühl, okay, ne, wo sollte ich einsteigen, was sollte ich irgendwie handeln, welche Richtung sollte ich handeln. Und man bekommt noch einen besseren Überblick, was im Markt gerade los ist. Eine Sache noch zu diesem Trendbarometer. Per Default ist das so, dass das Trendbarometer sowohl die aktuelle Zeiteinheit als auch die übergeordnete Zeiteinheit mit einbezieht. Das heißt, wenn das Barometer jetzt wie hier auf Long steht, heißt das, dass sowohl die derzeitige Zeiteinheit, auf der ich mich befinde, also der M15, sowie auch die übergeordneten Zeiteinheiten, das heißt M30, M1, sowohl auch Long ausgerichtet sind. Wenn ich mich jetzt aber nur auf die Zeiteinheit konzentrieren möchte, die ich jetzt gerade habe, also den M15, kann ich das machen und kann das auch ausschalten, dass er quasi nur die aktuelle Zeiteinheit betrachtet. Und zwar kann ich das unter Indikatoren, dann Ghost Pro Eigenschaften und dann gibt es hier diesen Wert Use Higher Timeframe for Trendbarometer. Den kann ich auf False setzen. Wenn ich das gemacht habe, dann beschäftigt sich das Trendbarometer quasi nur mit der aktuellen Zeiteinheit. Und dann sieht man auch, dass im M15 der Long-Trend jetzt so langsam quasi abnimmt, was damit zusammenhängt, dass wir jetzt hier so seitwärts so rumstochern. Aber meine Empfehlung ist, wie vorhin auch schon gesagt, am besten, man nimmt immer die kleinere Zeiteinheit und setzt die in Verbindung mit der größeren Zeiteinheit. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf dem M15 handeln möchte, sollte ich auf jeden Fall den M30 H1 mit in Betracht ziehen, weil in der kleineren Zeiteinheit ergibt sich meist eher was in der größeren Zeiteinheit dann länger quasi ausgeführt wird und länger läuft. Und der Trend wechselt halt auch nicht so oft, ne? In der höheren Zeiteinheit, genau. Also in der höheren Zeiteinheit wechselt der Trend natürlich nicht so oft. Zum Beispiel ne, im M1 jetzt, also wenn ich jetzt sage, okay, ich handle nur den M1 und setze auch irgendwie das Band auf M1, da wird man sehen, da kommt in der Regel nur Murks raus, weil der Trend einfach zu schnell wechselt. Kann man natürlich machen, indem man sagt, okay, ne, ich will immer nur was scalpen und ich will immer kleine Punktespannen mitnehmen. Dann kann man natürlich auch solche Phasen wie jetzt hier irgendwie mitnehmen, 40 Punkte, 50 Punkte, kann man natürlich machen. Wenn man aber ja, die längeren Bewegungen mitnehmen möchte, dann sollte man schon irgendwie zwei Zeiteinheiten gegeneinander handeln. So, was haben wir noch? Die nächste Schaltfläche ist einfach, den Chart nochmal neu zu laden oder refreshen. Dann wird einfach alles nochmal neu gezeichnet. Und das sind die ganzen Indikator-Einstellungen. Ich gucke jetzt mal in die Fragen, ob soweit jetzt schon mal irgendwelche Fragen erstmal da sind zu diesen ganzen Indikationen, Indikator-Einstellungen. Und wenn nicht, dann komme ich zu der zweiten Sache, zu den Filters und Autotrading, was, glaube ich, die meisten interessieren wird. Frank, du kannst ja auch mal so nebenbei in die Gruppe gucken, ob da irgendwelche Fragen... Ja, ich habe das auch offen und da ist eigentlich nichts Neues. Okay, alles klar. Ja, ich habe so ein bisschen im Blick, aber bis jetzt okay. Ist nichts aufgelaufen. Gut. Dann kommen wir zu den Autotrading-Funktionen. Gehen wir erstmal wieder zurück auf den M15. Und der Friedrich fragt, ob wir mal ein Grid zeigen können unter Verwendung des normalen Stereo-Trader-Panels. Aber das kommt ja noch, denke ich, gleich. Wirst du ja noch zeigen.
Ja. Also die Grid Orders halt, so wie es gedacht ist. Ja, okay. Genau. Dann kommen wir zur ersten Option, und zwar dem BF. BF steht für Bandfilter. Also hier steht ja auch Filters und Auto-Trading. Was dieser BF-Filter im ersten Moment macht, er macht selbst keine Trades auf, sondern er filtert. Was filtert er genau? Hier kommt die strategische Order zum Einsatz. Und zwar filtert der BF-Filter sozusagen die strategische Order. Was heißt es jetzt genau? Ich setze das hier mal auf None und sage jetzt hier, ich möchte gerne eine Limit Order setzen. So. Was jetzt passieren würde, wenn dieser BF-Filter nicht eingeschaltet ist? Ich sage jetzt hier, okay, ich möchte jetzt hier Short gehen. Also setzt die strategische Order mir jetzt hier eine Short Order hin. So, soweit alles gut. Das ist die normale Funktionsweise. Wenn ich jetzt den BF-Filter einschalte und versuche jetzt eine Short Order zu setzen, dann wird das verhindert. Warum wird das verhindert? Es wird verhindert, weil dieses Band grün ist. Das heißt, das Band zeigt an, wir sind in einer Aufwärtsbewegung und von daher wird gefiltert, dass ich jetzt hier irgendwelche Short Orders mit der strategischen Order platzieren kann. Was ist das für Vorteile? Also es hat mehrere Vorteile, weil ich somit mir automatische Strategien bauen kann, die auf die Marktbewegung angepasst sind. Das heißt, ich gehe long, wenn das Band grün ist, und ich kann short gehen, wenn das Band rot ist. Das Ganze kann ich hier mit dieser Hold-Funktion kombinieren. Das heißt, Hold heißt ja, er macht immer wieder neue Orders auf, immer wieder neue Grids auf. Und wenn ich jetzt N15 anschalte, macht er halt immer zum Anfang der Periode neue Order auf. Oder ich kann sagen, okay, ich möchte jede Sekunde neue Order aufmachen. Dann würde er das jede Sekunde machen. So, den Vorteil, den ich jetzt mit diesem Bandfilter habe, ist einfach der, dass er jetzt in dem Moment keine Short Order aufmachen würde, weil es trendtechnisch keinen Sinn machen würde, weil wir uns im Long-Trend befinden. Und Short jetzt zu gehen, macht insofern keinen Sinn, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt jetzt fällt, eher gering ist, weil wir, wie gesagt, in einem Long-Trend unterwegs sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier long gehe, das würde er machen, bis ich halt mein Ausstiegskriterium erreicht habe, bis das ja, erreicht oder festgelegt wurde. So. Jetzt kann ich natürlich mit der strategischen Order mir da die diversesten Sachen zusammenbauen und da kommt dann so ein bisschen Frank ins Spiel, weil Frank ja der Experte der strategischen Order ist. Ich kann mit der strategischen Order mir Grids aufbauen, indem ich sage, okay, ich möchte jetzt hier, dann nehmen wir mal einfach eine vorgefertigte 5x ATR, die jetzt sage, zack, hold. Achso, ich muss jetzt hier wieder pro Sekunde, damit man das sofort sieht. Achso, ich habe keine ATR eingestellt. Dann machen wir das nochmal zurück. So. So, da kann ich jetzt Grids aufbauen und gleichzeitig kann ich halt die Grid-Funktion hier beim Ghost einschalten. Und somit kann ich den Trend reiten und automatisch handeln lassen, solange er valide ist. Das heißt, solange wir uns hier in dem grünen Bereich bewegen, solange das Band grün ist, geht die strategische Order hin und macht immer wieder Grids auf, Einzelorders auf. Also Einzelorders in dem Fall, wenn ich jetzt sage, okay, ich sage jetzt hier Quantity Limits 1 und Quantity Stops 0. Dann würde er halt immer nur eine Order aufmachen. Oder ich kann sagen, okay, ich möchte gerne ne, fünf Orders, wie jetzt hier in diesem Fall, setzen. So, das ist die erste Variante. Ich kann natürlich auch sagen, okay, ich möchte mit
mit dem Cluster Trading arbeiten. Das mal weg. Also ich muss das ausschalten. Ich kann natürlich auch mit dem Cluster Trading arbeiten und sagen, ich baue mir jetzt hier eine Box hin und sage, okay, ich möchte erstmal warten, bis der Markt erstmal wieder ein bisschen runterkommt. Und sage, ich möchte long gehen. Cluster Trading noch aktivieren. Genau. Ja, er hat aber die Farbe nicht genommen. Achso. So, nochmal long. Jetzt hat er es genommen. So. Ich möchte jetzt hier in diesem Bereich, in diesem grünen Bereich, möchte ich gerne long gehen. Das Ganze macht er dann aber auch nur, solange das Ganze noch valide ist. Also solange wir uns in dem grünen Band bewegen oder wir uns oberhalb des grünen Bandes bewegen. Nur dann, in diesem Fall, macht er halt Long Orders wirklich auf. Ich kann es halt mit, machen wir das mal wieder weg. So, ich kann es halt mit diesen Kästchen machen, ich kann es halt mit eine Linie machen. Also da gibt es jede Menge Geschichten, wie ich die Grid Orders mit dieser Filterfunktion verwenden kann. So, als nächstes haben wir den TF. Was heißt TF? Der TF-Filter oder Trendfilter in dem Sinne funktioniert ähnlich wie der BF-Filter, und zwar bezieht sich der Trendfilter hier auf das Barometer. Das heißt, gleiches Prinzip, die strategische Order macht immer wieder Orders auf, solange wir uns vom Trendbarometer her gesehen in einem Long-Trend befinden. Das heißt jetzt, wenn ich den jetzt einschalte und ich versuche jetzt hier wieder entweder per Cluster Trading oder wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte manuell jetzt hier im Grid reinsetzen, geht nicht, weil wir uns weiterhin in einem Long Trend befinden. Was ich aber machen kann, ich sagen, kann sagen, okay, ne, selbes Spiel. Ich möchte gerne immer wieder neue Grids auflegen, Long Grids. Und dann macht er das halt so lange, bis wir hier trendtechnisch mit dem Trendbarometer uns in einem Longtrend befinden. So, um das Ganze noch zu toppen, kann ich jetzt beides kombinieren und kann sagen, okay, machen wir das mal wieder weg. Ich kann beides kombinieren, indem ich beides einschalte, sage BF und TF. Was dann passiert ist, er macht mir quasi diese Grids nur auf, wenn wir zum einen, ne, oberhalb des grünen Bandes befinden und wenn das Trendbarometer auf Long zeigt. Nur dann macht er in Long-Richtung, ne, Grid Orders auf. Umgekehrt genauso, wenn wir jetzt quasi, wenn das Band wie hier rot ist und wir uns in einer Abwärtsbewegung befinden und gleichzeitig das Trendbarometer auf rot steht, nur dann macht er auch wirklich Short Orders auf, ansonsten passiert erstmal nichts. Möchtest du gerne was ergänzen, Frank, dazu? Nee, bislang hast du alles super erklärt, glaube ich. Also der Ausstieg, der Ausstieg sollte ja dann klar sein, dass das dann eben über den Ghost erfolgen kann, über die Grids, die halt als Gegenorders gelegt werden. Das ist ja quasi dann der Gag auch an Ghost, dass ja quasi immer die Limits in der Gegenrichtung in richtiger Größe gesetzt werden. Das haben wir ja, oder hast du ja schon im letzten Teil gezeigt. Vielleicht kannst du das nochmal zeigen oder so, dass das nochmal rauskommt. Einfach mal fehlen lassen. Genau. Dass man eben sieht. Aber dann kannst du natürlich auch andere Exit-Kriterien einstellen. Kannst natürlich auch die Auto-Exit-Funktion nehmen. Ne? Oder eben ganz klassisch über einen Trailing-Stop. Ja, also der Witz an der Sache oder das Schöne an der Sache ist halt, wenn ich diese Grids benutze, ich kann mich halt automatisch einskalieren lassen in die Position, indem ich sage, ne, also ich weiß ja nicht genau, also wenn wir uns jetzt wie hier in einem Longtrend befinden
Und irgendwann kommt eine Korrektur. Ich weiß natürlich nicht, wie weit geht die Korrektur genau. Ne? Um dann das abzufedern, nimmt man ja eine Skalierung zur Hilfe und sagt, okay, ich lasse mich in eine Position reinskalieren. Und mit Ghost kann man sich halt in die korrekte Position reinskalieren lassen, also ne, in die Long-Position reinskalieren lassen, gleichzeitig aber auch wieder, indem man sagt, okay, ich setze jetzt hier 5 Bits in Gegenrichtung auf, man lässt sich auch wieder dann gleichzeitig rausskalieren aus der Position. Also das ist halt ein Reinskalieren, Rausskalieren. So, jetzt muss man die Initial Order auf Market setzen oder so, sonst sehen wir es nicht mehr. Ja, der wahrscheinlich, okay, ich mache mal Folgendes, und zwar gehe ich jetzt mal in den DAO, weil der DAX, der, glaube ich, im Blick oder, ist jetzt hier. Ja, genau, geh einfach mal Market rein oder so. Ja, dann, komm, dann gehen wir jetzt hier mal einfach. So. Genau. Da sieht man jetzt halt, ne, ich habe eine Position aufgemacht und habe gesagt, okay, ich möchte ne, 5 Gegenorders, ich möchte mich mit 5 Gegenorders rausskalieren lassen. Dann setzt er halt nach den Kriterien, die ich halt hier festgelegt habe, skaliert er mich dann halt aus der Position wieder raus. Das mit den Grids, wie man die setzt und was diese ganze Funktion aus sich haben, das habe ich ja letztens in der Ghost-LT-Version schon erklärt. Funktioniert das hier in der Pro-Version analog dazu? So, ich gucke aber trotzdem mal, was der DAO so macht, ob der vielleicht ein bisschen agiler ist. Boah, die Märkte sind heute eh generell ein bisschen ruhig. Gut, ja. Also was man vielleicht noch dazu sagen sollte, das ist natürlich ein System, was sehr gut auf Trendmärkten funktioniert und in Trendmärkten. Ne? Also da sollte man auch ein bisschen drauf achten, dass man das jetzt nicht gerade in absoluten Range-Märkten einsetzt und hauptsächlich eben dann halt auch in Märkten, die starke Trends haben in der Regel. Mhm. Ja. Genau, zu Ranges und so wollte ich auch noch kurz was sagen, beziehungsweise komme ich gleich noch dazu. Ich sehe ja gerade noch eine Frage von Matthias. Welche Order wird geblockt, wenn das Band blau ist? Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar, wenn das Band blau ist, dann heißt es ja erstmal, okay, der Markt ist entweder in einem Trendwechsel oder in einer Seitwärtsphase. Das heißt, in einer blauen Phase, so wie hier, wird keine Order gesetzt. Das heißt, weder in Long-Richtung noch in Short-Richtung, sondern es wird erstmal abgewartet, bis sich wieder irgendwas ergibt, bis sich wirklich wieder eine klare Bewegung, ein klarer Trend ergibt, solange wird nichts gemacht. Und da vielleicht noch den Hinweis, wenn ich jetzt sage, die nächste Option CL, das spielt nämlich damit rein, wenn ich sage CL, dann wird so eine Position, wie ich jetzt hier habe, das heißt, ich habe jetzt hier, habe das jetzt hier fortgesetzt und lasse mich halt immer mit dem Trend mitbewegen und lasse mich immer wieder ja, einstoppen oder immer wieder lasse ich Positionen aufmachen, solange dieser Trend valide ist. Sollte dieser Trend jetzt brechen und ich habe die CL-Option eingeschaltet, dann wird die Position auch geschlossen. Das heißt, es gibt jetzt einen Move hier runter, keine Ahnung, es kommt irgendwie News oder was auch immer. Und meinetwegen, mein Stop wäre jetzt hier. Aber in dem Moment, wo das Band quasi auf blau wechselt oder wenn ich TF eingeschaltet habe, das Barometer auf neutral springt sozusagen, dann wird die Position geschlossen, wenn ich CL aktiviert habe. Aber auch nur, wieder eine Einschränkung, aber auch nur, wenn ich sage, unter Indikatoren, Eigenschaften, wenn ich das auf True setze, also zum einen Close Position Band Filter ist neutral, neutral heißt halt blau, dann wird die Position wirklich in dem Moment geschlossen, wo das auf blau wechselt. Und dasselbe auch bei, wenn das Band oder der Trendfilter, also das Barometer wechselt, wenn ich das auch auf True setze, dann wird quasi
die Position auch geschlossen, sobald das hier auf neutral wechselt. Ist das nicht eingeschaltet, dann bleibt die Position erstmal offen und man kann sie entweder per Stop quasi oder sie wird per Stop geschlossen oder manuell. So, das war der CL-Knopf. CL steht halt für Close Positions. So, ich gucke nochmal in die Fragen rein, ob da noch irgendwas ist. Soweit jetzt erstmal nichts. Dann kommen wir noch zu den letzten beiden Schaltflächen. Und zwar, ich mache die Position jetzt mal zu, um das besser erklären zu können. Was ist jetzt dieser BT? BT steht für Band Trading. Wie gesagt, es kommen in nächster Zeit noch einige Videos, wo ich meinen genauen Handelsansatz nochmal vorstellen werde. Aber generell sind für mich immer folgende Punkte interessant. Und zwar immer so die Kanten des Bandes. Die behalte ich auf jeden Fall immer im Auge. Weil die oft einen sehr guten Einstieg bieten. Das Ganze kann man jetzt auch automatisieren, indem man diesen Button BT aktiviert. Und zwar, wenn ich BT aktiviere, passiert Folgendes. Achso, jetzt ist Auto-Trading ausgeschaltet, warum immer. So, was BT macht, BT setzt eine Order genau auf die Kante des Bandes. Weil man hier oft gute Trading oder gute Einstiegsmöglichkeiten finden kann. Und zum Beispiel, das wäre halt ein super Einstieg gewesen, hier wäre ein super Einstieg gewesen, hier ein bisschen unsauber, dafür kann man aber dann auch immer noch die anderen Bars dazu schalten. Da sieht man dann auch, das hätte auch ziemlich gut funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Order platziert hätte, hätte er mich auf jeden Fall auch ein ganzes Stück mit runtergenommen. Und um das auch automatisiert zu handeln, kann ich das BT oder das Band Trading so genannt einschalten. Dazugehörend ist die Schaltfläche SL. Was SL jetzt macht, ist, ich gehe mal auf den M1, vielleicht kriegen wir da ja sogar einen Einstieg hin. So, machen wir es mal aus. Und so, was der SL, wenn ich den SL jetzt einschalte, was jetzt passieren würde, wäre, wenn er die Order jetzt hier greifen würde, würde er den SL unter das Band oder genau auf das untere Ende des Bandes setzen. Das heißt, es wird jetzt nicht wie jetzt hier 10 Punkte als SL-Abstand genommen, sondern es wird immer quasi das Ende des Bandes genommen. Das heißt, hier wäre mein Einstieg, hier würde in dem Moment mein Stop-Loss liegen. Da merkt er ja nicht 100% genau laufen und immer wieder ein bisschen Toleranz auch dabei ist, kann man jetzt auch noch einstellen, okay, wie viel Toleranz möchte man jetzt sowohl beim Einstieg haben, also soll jetzt die Order vielleicht irgendwie 2 Punkte drüber, 2 Punkte drunter liegen und dasselbe beim SL kann man auch sagen, okay, soll der SL jetzt genau hier drauf liegen, soll der ein paar Punkte unter dem Band liegen, und das kann ich auch einstellen und zwar kann ich das unter wieder Indikatoren, Eigenschaften und kann es hier einschalten, indem ich sage, erstmal Band Trading hier oben, kann ich sagen, 2 Punkte. Machen wir mal, damit es klarer wird, machen wir direkt mal 10 Punkte. So. Wenn ich jetzt 10 Punkte gesetzt habe, dann sieht man, jetzt hat er es direkt da oben hingesetzt. Also 10 Punkte oberhalb des Bandes sozusagen. Hat er mir meine Order hingesetzt. Das ist halt, wenn ich eine Toleranz von 10 Punkte angebe.
Ich kann jetzt auch sagen, okay, ich möchte jetzt eine Toleranz, also eine negative Toleranz kann ich auch einstellen. Dann würde er das Ganze unter dem Band platzieren. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt hier -3 Punkte unter dem Band. Also jetzt bin ich gefüllt worden. Okay. Machen wir das noch weg. So. Ich jetzt das nochmal einschalte und sage, ne, habe ich jetzt -3 eingestellt. Ach so, genau, noch ein Hinweis, dass, da wundere ich mich auch immer. Wenn so wie gerade, wenn ich auf Reset gehe, das ist so eine Stereo-Trader-Eigenschaft, wenn ich auf Reset gehe, dann wird automatisch das Auto-Trading ausgeschaltet. Ja. So, ne? Also, und ich wundere mich immer, wenn ich jetzt hier BT einschalte und dann passiert nichts, dann hat es damit zu tun, dass Auto-Trading ausgeschaltet ist. Und das sehe ich auch, dass hier das, der Knopf quasi nicht mehr rot ist. Also muss man im Hinterkopf behalten. Ich habe mich da auch schon ein paar Mal vertan und dachte so von wegen, okay, warum wird jetzt hier keine Order aufgemacht oder keine Order platziert? Das ist einfach, ne? Ich mache eine Order auf und sage, Reset. Also ich hatte den Auto-Trading gar nicht eingeschaltet. So, und nochmal Order auf. Reset und bam, ist Autotraining wieder ausgeschaltet. Sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. So, Autotraining wieder an. Dann schalten wir Bar-Trading nochmal an. Wenn man jetzt sieht, jetzt hat er quasi das 3 Punkte unterhalb des oberen Bandeinstiegs sozusagen gelegt, die Order. Analog passiert dasselbe für den SL. Das heißt, wenn ich in den Indikatoreigenschaften hier eine Toleranz eingebe, entweder Plus oder Minus, wird das Ganze entweder der SL entweder oberhalb dieses unteren Bandes oder quasi unterhalb des unteren Bandes festgelegt. So, das war dazu. Ich gucke mal in die Fragen. Welche Einstellung hast du bei dem brutalen Bild aktiviert? Brutales Bild. Jetzt müsst ihr natürlich wissen, welches brutale Bild gemeint ist. Das, was alle lieben mit den vielen Punkten. Das virale Bild. Das virale Bild. Endlich. Genau. Also was, wie gesagt, da wird auf jeden Fall noch Videos dazu kommen. Was ich aber, also ich kann es kurz umreißen, was ich einfach gemacht habe, ist, ich habe mit vielen Orders sehr aggressiv gehandelt. Das heißt, ich hatte im DAO, glaube ich, auch nur eine Distanz von 10 Punkten und bin mit einem kleinen Grid, also das heißt, ich hatte hier auch unter strategische Order, hier gibt es halt auch einen Eintrag Ghost, das wird auch noch alles im Detail erklärt, welche Einstellungen ich da festgelegt habe. Aber auf jeden Fall war das so, dass ich mich halt schön in einem Trend halt aggressiv sowohl reinskaliert, auch wieder rausskaliert habe. Und da habe ich dann in kurzer Zeit halt sehr viele Punkte dann auch gesammelt. Wie Frank aber schon gesagt hat, ist das Ganze natürlich am besten, wenn es wirklich klare Moves und klare Bewegungen von Märkten gibt. Das heißt, man sollte auch mal so links und rechts schauen, sich nicht nur auf seinem Lieblingsmarkt bewegen. Also klar, mein Lieblingsmarkt ist zum Beispiel der DAO, wo ich mich sehr viel drauf bewege. Aber was er in letzter Zeit macht, er macht halt auch nicht viel. Ja, wenn man sich jetzt hier das schon ansieht, blau, grün, rot, blau, grün, blau, rot, also ne, der geht halt auch nur seitwärts. Und schöne, klare Bewegungen sind da irgendwie Essig. Also da läuft der DAX sogar fast besser. Aber man kann es halt auch auf dem Euro anwenden oder auf anderen starken Trendmärkten, Nasdaq, wie auch immer. Also man sollte da auf jeden Fall auch mal ein bisschen links und rechts schauen und auch mal gucken, so morgens, wenn man sich einen Rechner setzt, okay, ne, welcher Markt neigt denn dazu, gerade zu trenden und sich da dann halt die Einstiege suchen. Ich wollte noch eine Sache zu den Seitwärtsphasen sagen. Seitwärtsphasen kann man auch handeln,
indem man auch ähnliches Prinzip wählt, indem man sagt, okay, man guckt einfach, ne, was passiert jetzt an den oberen und unteren Bändern. Also, und ich gehe nochmal auf mein Zeichentool. Ne? Also was passiert, wenn der Markt zum Beispiel hier oben ist? Oder was passiert, wenn der Markt hier unten ist? Ne? Prallt der Markt ab, dann würde ich gucken, ne, ob ich mich da nicht eher long orientiere und sage, okay, ich spekuliere darauf, dass der Markt nochmal an das obere Band läuft, beziehungsweise ne, an das obere Ende der Seitwärtsphase. Also man kann somit auch, dieses Zeichentool macht mich auch ein bisschen wahnsinnig, ja. Gucken, okay, ne, wo sind jetzt überhaupt die Trendbereiche, wo sind die Seitwärtsbereiche, wo sind die Range-Bereiche und kann da auch gucken, ne, kann ich das irgendwie für mich nutzen, kann ich da irgendwie vielleicht so oben long, nee, Quatsch, umgekehrt, oben short und long gehen in diesen Seitwärtsbereichen. Frank, ich glaube, du wolltest noch ein bisschen was über die strategische Order und so sagen, oder? Kann ich machen, ja. Genau. Vielleicht schnappst du dann auch mal den Bildschirm, dann kann ich auch noch mal kurz was trinken und dann noch mal ein paar andere Worte über generell über die Weiterentwicklung von Ghost und generell die Marschrichtung zu erzählen. Genau. Also dann gucke ich mal, dass ich jetzt den Bildschirm nehme hier. So, jetzt müsstet ihr meinen sehen, oder? Ja, also ich sehe ihn auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, also ich denke, eines der Probleme war ja von einigen, die sich jetzt die Pro-Version runtergeladen haben, dass sie mit diesen strategischen Orders jetzt noch nicht so vertraut sind oder das noch gar nicht so gut kennen. Und da habe ich hier eben mal eine Webinarreihe gehalten, das sollten sich die Person, also meiner Meinung nach macht eben Ghost durchaus sehr viel Sinn in Kombination mit den strategischen Orders. Der Timo wird euch da zwar wahrscheinlich noch andere Strategien zeigen, aber meiner Meinung nach macht das halt auch sehr viel Sinn, hier mit den strategischen Orders zu arbeiten. Und hier habe ich eben mal eine Webinarreihe gehalten. Das sollten sich jetzt mal Leute ansehen. Das sind 3 Stunden rund. Die habe ich hier mal gehalten. Da geht es rein um das strategische Trading, dass man überhaupt mal weiß, worum es da geht, was hat es mit der ATR auf sich, was hat es mit Grid Trading überhaupt auf sich, was hat es mit diesen Filtern und Automatismen zu tun im Stereo Trader. Das wäre sozusagen das Grundwissen, was man sich erstmal aneignen sollte, um hier das Tool voll auszuschöpfen. Und das würde ich euch also hier empfehlen. Ich denke, wir können den Artikel auch mal unter dem Video verlinken oder in der Gruppe. Das können sich dann eben diejenigen, die hier noch keine Erfahrung haben mit den strategischen Orders, sollten sich das eigentlich mal ansehen, weil dann haben sie viel mehr Möglichkeiten, das Tool noch zu nutzen und haben quasi hier erstmal so ein Grundwissen, was das strategische Trading betrifft. Und ja, also wie würde ich jetzt rangehen, wenn ich jetzt hier mal mir den DAO so vornehme? Wie würde ich jetzt erstmal so rangehen an so eine automatische Strategieerstellung? Dann gucke ich mir erstmal an zum Beispiel, wie viel Platz muss ich so einem Wert eigentlich geben zum Retracen? Ja, also das sind jetzt hier im DAO so immer auf der Zeiteinheit jetzt auf M5 so 200 bis 300 Punkte. Muss ich ihm ja quasi Platz geben zum Retracen? Ja, und das ist ja quasi so mein Risikogebiet, dass ich ihm zugestatten muss, um hier nicht meinen Stop zu reißen, beziehungsweise das ist so seine natürliche Schwankungsbreite. Und dann kann ich natürlich hergehen und kann sagen, also der Timo wird da in Zukunft wahrscheinlich noch andere Strategien vorstellen, aber dann kann ich zum Beispiel auch mal sagen, ich gebe hier eben die Orders dann in dem entsprechenden Abstand ein und ja, dann kann ich hier eben, ups, jetzt wurde ich hier gerade abgelenkt, aber ich kann hier zum Beispiel sagen, Abstand 100, alle 100 Punkte, ein Limit, Quatsch, 3 Limits natürlich. Ja,
Und dann habe ich mal so diese Strecke, also das normale Retracement habe ich hier quasi mal abgedeckt, was der Dozer normalerweise zurücklegt, und kann hier quasi ja die normale Strecke, die er hier normalerweise dann eben retraced, kann ich hier quasi mit so einem Grid mal abdecken und ja, habe ja quasi ein Grid auf der sicheren Seite und handelt quasi im Einklang mit der natürlichen Schwankungsbreite jetzt des Marktes. Hier kann ich jetzt auch mal größeren Grid-Abstand nehmen. So, und jetzt sind wir hier quasi gefillt worden. Und ja, die Distanz, die wäre hier quasi im 150% der aktuellen ATR auf M5, würden wir quasi unsere erste Order wieder rausnehmen. Oder würden wir quasi unsere erste Order wieder covern. Und ja, so würde ich hier quasi mal mit verschiedenen Werten rangehen. Wie der Timo auch gesagt hat, ihr könnt euch auch mal ein paar Forex-Paare ansehen, ein paar trendige Forex-Paare. Ja, zum Beispiel die Yen-Paare gelten ja in der Regel als sehr trendig. Die können natürlich auch mal gerade nachts mal durchdrehen auch. Und aber da muss man dann gucken, wie viel retracen die in der Regel. Und dann kann man sich hier eben mithilfe der strategischen Orders so ein Grid zusammenbauen, was in etwa so die Schwankungsbreite des Marktes abdeckt. Ja, und dann würde ich halt das Ganze auch auf dem VPS laufen lassen, wenn ich das automatisch laufen habe. Ganz einfach, weil eben auch nachts häufig gute Trends kommen und ganz einfach deswegen, dass immer eine konstante Internetverbindung auch gesichert ist. Ja, und so kann ich mir eben die Grids zusammenbauen, muss das Ganze natürlich auch mit meiner Kontogröße in Einklang bringen. Das heißt, ich muss natürlich gucken, wie viel Geld habe ich auf dem Konto, wie viel kann ich riskieren, wie viel will ich riskieren. Und ja, aber so kann ich dann eben mit Hilfe von Ghost im Einklang mit dem Trend mir hier die Grid Orders reinlegen und diese auch dann wieder entsprechend rausskalieren lassen mit den entsprechenden Gegenorders, die ja dann den Vorteil haben, dass wir hier die Limit Pullback Funktion haben, was wir mit dem normalen Take Profit oder hier mit der Auto Exit Funktion können wir auch arbeiten. Dann haben wir ja diese Limit-Pullback-Funktion nicht. Und die Limit-Pullback-Funktion, die holt uns eben immer dann das Maximale aus so einem Trade dann raus. Was ich noch gerne mache, ist, dass ich meine Strategien immer aufsplitte. Das heißt, ich nehme eine Seite für Long, also auch im diskretionären Handel, wie auch im automatischen. Das heißt, eine Seite immer Long und eine Seite Short. Und wir können uns hier ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wir können ja hier verschiedene Strategien anlegen. Wenn ich jetzt hier mal nochmal den Dow Jones öffne, dann wird er ja erstmal als passiver Chart angelegt. Aber ich kann jetzt hier das Ganze in den aktiven Modus setzen. Und dann dauert das etwas. Hallo? Na gut, jetzt habe ich den auf passiv. Nee, jetzt kann ich den hier auf Short, jetzt habe ich den quasi, kann ich auf der Seite quasi die Shorts handeln. Dauert hier ein bisschen, bis das geladen ist. Und den muss ich jetzt wieder aktiv stellen. So, jetzt kann ich quasi auf der Seite hier meine Long Grids handeln. Und auf der Seite hier, wenn es dann mal geladen ist, meine Shorts, ja, und so kann ich dann quasi auf beiden Seiten agieren und kann hier, sei es mit Ghost, sei es ohne Ghost, wie auch immer, kann ich hier meine Trades getrennt voneinander, also Long und Short, getrennt voneinander bearbeiten, was meiner Meinung nach immer ganz gute Vorteile hat.
Ja, das wäre es soweit jetzt mal von meiner Seite. Also wie gesagt, würde ich erstmal empfehlen, die Grundlagen des strategischen Tradings hier mir anzueignen. Und ja, und dann anzufangen hier mit dem Ghost mir die Strategien zu erarbeiten. Gut, dann übernehme ich den Schirm mal wieder, würde ich sagen. Genau. Ich muss das hier stoppen, oder? Aber ich glaube, wenn ich den jetzt einfach übernehme, dann ist deiner, glaube ich, automatisch gestoppt. So, genau. Frank hat ja schon gesagt, ne, ich werde euch in der nächsten Zeit in Kürze dann auch noch Strategien vorstellen. Die, wo man auch mit Einzelorders quasi arbeitet. Das heißt, ne, wie ich mit Hilfe von Ghost ja, mir Einstiegspunkte suche, sowohl mit Hilfe des Bandes wie mit dem Trendfilter, als auch mit mit den geglätteten Bars. Da wird auf jeden Fall, ne, auch was kommen. Und wie man dort einen besseren, perfekteren Einstieg finden kann. Und Frank ist im Prinzip so ein bisschen mehr für die strategischen Orders dann da. Also ich weiß, der hat auch schon ganz viel in petto, was er da vorstellen wird, was da kommen wird. Auf der anderen Seite ist Ghost aber auch sehr flexibel. Das heißt, ne, es ist euch, steht euch frei, irgendwie, oder ich würde es mich freuen, wenn ihr quasi auch selbst Strategien entwickelt. Und überlegt, okay, ne, mit welchen Sachen kann man da irgendwie irgendwas machen, weil vielleicht habt ihr sogar noch viel, viel bessere Ideen als jetzt Frank und ich, ne? Also Genau. von daher versucht damit ein bisschen rumzuspielen, seid kreativ, probiert Sachen aus. Und ich habe auch, haben einige ja schon gesehen, ich habe auch eine neue Gruppe gegründet, wo nur die Leute, die jetzt Ghost Pro auch wirklich erworben haben, Zugriff drauf haben, um dort auch Setups, Trading, Strategien und so besprechen zu können. Also mich würde auf jeden Fall freuen, wenn es da irgendwie so einen kreativen Austausch geben würde, wo man so Ideen, Ansätze hin und her bouncen kann und entsprechend da irgendwie vielleicht auf ganz andere Sachen noch kommen kann. Auf der anderen Seite soll Ghost aber auch ein lebendiges System sein. Das heißt, es gab ja jetzt auch schon die eine oder andere Idee, was da noch rein könnte, finde ich super. Und mein Anspruch oder mein Ansatz ist auch, dass es quasi auch erweitert werden soll mit den Ideen, mit den Strategien, die ihr da vielleicht habt. Also ich möchte, dass Ghost da auf jeden Fall ein lebendiges System wird. Genau, das ist so ein bisschen die Marschrichtung, die ich so einschlagen möchte. Das heißt, ne, seid kreativ, spielt rum, habt Ideen und diese Ideen, die werden dann auf jeden Fall auch Einzug in das Programm finden. Gut. Eine Stunde. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Soweit zu den vorgestellten Sachen. Fürs nächste Webinar, apropos genau, in dieser Gruppe, die ich gegründet habe, werde ich auch auf jeden Fall versuchen, Live-Webinare zu machen, auch kurzfristig Sachen zu zeigen. Also da wird auf jeden Fall viel, viel passieren jetzt. Und bis dahin habe ich hoffentlich auch wieder herausgefunden, wie man bei Zoom diesen Chat wieder einschalten kann. Ich habe da am Wochenende irgendwie so mit rumgespielt und ich glaube, ich habe da irgendeine Option ausgeschaltet, dass der Chat auf einmal weg ist. Ich habe auch keinen gefunden, nee. Ja. Ja, ich glaube, das ist irgend so eine Sicherheitsfunktion. Also ich glaube, ich habe da irgendwie irgendwas, eine Sicherheitsfunktion eingeschaltet und jetzt auf einmal ist dieser Chat dadurch weg. Ja, aber ging ja ganz gut über das Facebook. Wir sind ja noch überschaubar hier Ja. von den Teilnehmern her. Genau, also, wenn jetzt soweit keine Fragen mehr sind, wenn jetzt keiner hier schreit, Stellst du das noch dann. auf YouTube, die Aufzeichnung? Ach so, ja, genau. Also das Ganze wird jetzt konvertiert und dann entsprechend morgen auch auf YouTube hochgeladen und dann werde ich in der Gruppe den Link auf jeden Fall auch posten. Genau. Judy, Genau. dann
Frank, erstmal vielen Dank, dass du mit dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke an dich auch für die gute Einweisung und an die Teilnehmer natürlich. Genau, vielen Dank an die Teilnehmer. Und ich werde morgen die Aufzeichnung hochladen und die Leute, die jetzt in der Gruppe, in der neuen Gruppe quasi schon angefragt haben, die werde ich auch reinlassen und dann sieht man und hört man sich mit Sicherheit die Tage. Genau. Gut, mach's gut. Gut, dann wünsche ich einen schönen Abend und ich würde sagen, bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao, mach's gut. Ciao.